Seigneuriage, Seigneuriage, Seigneuriage. Wie bitte? Die was? Die Seigneurage? Das hört sich an wie Mittelalter. Ja, der Begriff stammt tatsächlich aus der Zeit, als die Seigneur, also die Lehnsherren, das Privileg besaßen, Münzen zu prägen, wie man sagte. Ah, verstehe. Wer besitzt denn heute dieses Vorrecht? Heute hat die belgische Nationalbank das Vorrecht, Geldscheine herzustellen und in Umlauf zu bringen. Das hat der belgische Staat mal so entschieden. Nach der Euro-Einführung hat die Nationalbank dieses Vorrecht behalten, allerdings in einem europäischen Rahmen. Sie hat ja wirklich Glück. Aber wie gelingt es ihr, die Produktion der Geldscheine, ihrer Mitarbeiter und alle ihre Aufgaben zu finanzieren? Klar, die Nationalbank braucht selbst ein Einkommen, wenn sie diese Aufgaben alle bewältigen soll. Weil die Geldscheine, die sie in Umlauf bringt, einen Wert haben, kann sie den Banken Geld leihen oder Geld investieren. Diese Aktivitäten erbringen Zinsen. Und diese Zinsen stellen das Einkommen der belgischen Nationalbank dar. Das nennt man übrigens auch Seigneuriage. Aber darf sie denn das gesamte Einkommen für sich behalten? Das Geld gehört uns im Grunde doch allen. Stimmt. Die Nationalbank darf nur einen kleinen Anteil ihres Einkommens behalten. Der andere Teil ist für den belgischen Staat. Alle profitieren davon. Du auch als Lehnsherr.